Ich habe uns was mitgebracht. Könnt ihr erkennen, was das ist? Ein Kompass, genau. Und wir waren letzten Samstag, waren wir in Diepmannsried, da war ein da war die Allgäuer Lobpreisnacht total genial. Und da hatte der Prediger so ein Beispiel und hat was vom Kompass erzählt. Und das hat mich irgendwie die ganze Woche beschäftigt. Und klar, wir als alte Ranger, Kompass ist zwar jetzt mit Handy und Navi ein bisschen aus der Mode gekommen, aber so ein Kompass ist eine geniale Sache. Und es ist einfach auch wichtig, zu wissen, wie so ein Kompass funktioniert. Im Kompass ist so, da kannst du die Marschzahl einstellen. Du musst ausrichten, wie das genau geht, ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass du am Kompass deine Marschzahl einstellen kannst. Und das ist einfach auch eine ganz wichtige Geschichte, denke ich, dass man Orientierung hat, dass man weiß, wo man hin möchte. Aber bevor man weiß, wo man hin möchte, ist es ganz arg wichtig, dass man vorher seinen Standort weiß. Weil nur von einem Standort aus kann ich sehen, wo ich denn weitergehen möchte. Ohne dass ich meinen Standort, wo ich mich befinde, kenne, nützt das alles nichts. Ich brauche den Standort, wo ich mich befinde. Und da ist jetzt so die Frage, wo ist dein Standort? Wo befindest du dich? So bei den Pfadis gibt es ein paar so Regeln. Denk, das weiß der eine oder andere. Einfach vielleicht mal in den Sternenhimmel schauen. Wo befindet sich denn der Polarstern? Weil der Polarstern zeigt genau nach Norden, genau. Wenn ich weiß, wo Norden ist, dann weiß ich auch, wo Süden ist und Osten und Westen. Weil wie heißt der Spruch? Nicht ohne Seife waschen. Nord, Ost, Süd, West. Genau. Matze, wo ist jetzt Norden? Boah, super, das ist ein Applaus wert. Er hat auf jeden Fall aufpasst, super Matze. Ich wollte gerade fragen, wo ist der Polarstern, wenn er hier nach Polarstern kommt? Ja, das ist ja auch nur eine Möglichkeit. Zum Beispiel müsst ihr mal in den Wald gehen und müsst euch die Bäume anschauen. Und normalerweise sind die auf der Westseite bemoost, weil der Wind ganz arg oft bei uns aus Westen kommt. Darum merkt ihr vielleicht auch, wenn der Wind besonders kalt ist, dann ist es oft der kalte Ostwind. Der kommt dann von der anderen Seite. Und das sind alles wichtige Dinge, damit wir wissen, wo wir uns befinden. Und es sind zwar viele Pfadfinder da, aber nicht alle. Darum, ihr denkt euch, dass ich jetzt keine Predigt über das Pfadfinder halte oder genau über den Kompass, sondern was der Kompass wirklich auch mit unserem Leben zu tun hat. Wichtig ist, und diese Frage müssen wir uns alle stellen, wo ist mein aktueller Standort? Was ist mir wichtig? Was ist dir wichtig? Wofür stehst du ein? Auch ganz arg wichtig, wo fühlst du dich daheim? Gibt es sowas für dich, wo du dich zu Hause fühlst? Und vor was trittst du ein? Was sind deine Werte? Was sagst du? Lebst du das, was du sagst? Und dann,
Wenn ich den Kompass habe, dann nützt der mir gar nichts. Und wenn ich meinen Standard habe, nützt mir es auch noch nichts, wenn ich nicht weiß, was mein Ziel ist. Was ist dein Lebensziel? Hast du sowas wie ein Lebensziel? Ihr habt da ein Seil dabei. Und zwar, das Seil hat nur einen Anfang, hat natürlich auch ein Ende, aber das sieht man jetzt nicht. Das hat einen Anfang. Und das Seil ist ein Stück weit, soll das unser Leben symbolisieren. Und jetzt weiß ich nicht, ob mir es gelingt. Egal, ich kriege jetzt keins raus. Ich habe eins. Doch, ich habe eins. Ich habe eins. Das Haar symbolisiert dein Leben. Deine 70, 80, 90, 100 Jahre. Und ein Haar hat etwa 0,06 bis 0,08 Millimeter, also verschwindend klein. Aber das symbolisiert deine 90 Jahre Leben. Und das ganz andere Seil symbolisiert das ewige Leben. Wäre es da, wenn wir genau darüber nachdenken, nicht sinnvoll, sich viel mehr um das zu kümmern, als um das lächerliche Haar mit seinen 0,06 Millimeter? Und doch geht es uns oft so, dass wir uns viel, 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 viel mehr um diese 0,06 Millimeter kümmern. Wir Schwaben vielleicht besonders, Schaffer, Schaffer, Häuslebauer, Beruf, Karriere, Kohle. Dass mir irgendwas darstellt, Karriereleiter. Und ich glaube, oft kümmern wir uns in unserem Leben nur um diese 0,06 Millimeter unserem jetzigen Leben und lassen ganz außer Acht, was es bedeutet, dieses ewige Leben. Da legt man gar nicht so viel Wert drauf. Wir richten uns eher auf diese 90 Jahre aus. Und da müssen wir vielleicht auch, muss jeder selber auch nachdenken. Und vielleicht mit diesem Wissen oder mit diesem Nachdenken kannst du sagen, was ist jetzt dein Lebensziel? Auf was stellst du deinen Kompass ein? Auf was richtest du diesen Kompass aus? Auf diese 0,06 Millimeter oder auf dieses unendlich lange Seil? Und dann, da kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Und dann ist es natürlich wichtig, wenn ich mein Ziel habe, ich habe meinen Standort, ich habe den Kompass eingenordet, ich weiß, ich habe mein Lebensziel, passt alles. Und dann ist uns irgendwas im Weg. Und dann muss ich aber auch schauen, wie ich dieses Hindernis umgehe. Und auch da gibt es Regeln. Und alles, was wir machen in unserem Leben, hat irgendwo eine Richtung, gibt eine Richtung. Alles, was wir machen in unserem Leben, führt uns etwa entweder zu unserem Lebensziel oder ein Stück weit weg oder vielleicht genau in die gegengesetzte Richtung. Und darum ist es wirklich so wichtig. Und es ist auch so wichtig,
immer wieder innezuhalten und zu überprüfen, stimmt denn wenigstens meine Hauptrichtung? Also wir können nicht immer, das geht gar nicht. Aber wichtig ist, stimmt meine Hauptrichtung oder bin ich wirklich total in der falschen Spur? Wichtig ist, dass du dein Lebensziel klar vor Augen hast. Wichtig ist aber auch, dass du vielleicht dein Lebensziel auch klar benennst, was du erreichen möchtest im Leben. Und ich sage nichts, dass das schlecht ist, Beruf, alles andere, auch Geld zu verdienen oder irgendwas, das ist nicht schlecht. Bloß dient es deinem Hauptziel, um dem näher zu kommen, oder ist es dein Hauptziel? Kompass ist ja eine geniale Sache, weil, wie gesagt, es gibt diesen magnetischen Nordpol. Ich bin jetzt schon lange von der Range weg, aber kann man es ausrichten. Und dann gibt es Schwierigkeiten. Zum Beispiel, wisst ihr alle, ich kann es jetzt so nicht demonstrieren, aber wenn ich jetzt einen Magnet dabei hätte oder Leute, Mama reicht schon eine Uhr oder eine Batterie, dann ist es nicht mehr exakt der richtige Weg, weil dieser magnetische Nordpol wird von einem anderen Magneten gestört. Und auch das kommt natürlich in unserem Leben vor, dass unsere Richtung, wo auf unser Lebensziel hin zeigt, dass die durch sowas gestört wird. Und auch da ist es wichtig, sich bewusst zu machen, sind auf meinem Lebensweg, sind in der Nähe meines Lebenskompass irgendwelche Störmagnete, die dann dieses Göttliche, den göttlichen Magnetismus nicht mehr frei empfangen können und so abgelenkt werden. Sind in unserem Leben so Störmechanismen, die uns vielleicht von unserem Lebensziel abhalten. Wichtig ist ja immer wieder, auch die Ranger wissen das, auch immer wieder überprüfen, immer wieder draufschauen, immer wieder schauen, stimmt der Kompass noch? Vielleicht ist es manchmal auch gut, wenn ein zweiter noch einen Kompass hat, dann können beide gucken, weil natürlich müssten beide Kompanten, glaube ich, ist die Mehrzahl, müssten beide Kompanten in die gleiche Richtung weisen. Auch ist es wichtig, dass diese zwei Kompanten nicht zu sehr nebeneinander sind, sondern dass jeder diesen freien Zugang hat. Das ist auch ein Bild auf unser Leben, dass du kannst nicht für jemand anders das Lebensziel bestimmen. Jeder hat seinen eigenen Kompass. Gesagt, dass es wichtig ist, dieses Hauptziel vor Augen zu haben, sich immer wieder dieses Hauptzieles bewusst zu sein. Genauso ist es wichtig, dass es uns klar ist, dass es auch Umwege geben wird. Das wird nicht immer straight sein. Oft ist es so, auch wenn du mit dem Kompass da laufst und ja, dann kommt halt ein Fluss und du kommst nicht durch. Dann musst du halt schauen, dass du zu der Brücke kommst, über die Brücke rüber, wieder zurück, dass du dann wieder an deinem Ausgangspunkt stehst, wo es dann weitergeht. Und auch so ist es in unserem Leben. Jetzt ist aber die Frage, was ist eigentlich ein Lebensziel? Und wo ich so drüber
gedacht habe und gesagt, ich möchte, mein größter Wunsch ist, dass ich irgendwann mal bei meinem Herrn im Himmel bin. Im Himmel, ein Ort, wo, ich glaube, ich werde demnächst mal über den Himmel predigen. Ich glaube, das ist sowas von gigantisch. Und wenn wir über den Himmel reden oder vom Himmel denken, der ein oder andere hat dann der Münchner im Himmel im Kopf so mit auf der Wolke. Halleluja, Halleluja. Ich glaube, im Himmel ist es alles andere als langweilig. Und ich glaube auch nicht, dass es im Himmel so ein ewiger Gottesdienst ist. Ich feiere gern Gottesdienst, wirklich. Aber manchmal ist es auch gut, wenn er dann aus ist und wenn wir dann essen. Und Jesus hat ja für jeden von uns eine Wohnung bereitet. Also werden wir nicht immer nur Gottesdienst haben. Ich glaube, dass es ähnlich ist wie hier, bloß 100-mal schöner. Dass die Berge 100-mal schöner sind, die Luft 100-mal klarer. Ich glaube, das wird echt der totale Hammer. Wir werden uns kennen. Ich sage es immer zu unseren ausländischen Geschwistern. Und ich freue mich so, weil da wird es nur noch eine Sprache geben. Da brauchen wir keinen Dolmetscher. Da kennen wir super Deutsch, Polnisch, was auch immer. Die Frage ist, was ist denn unsere? Also der Walter meint ja, dass man im Himmel Schwäbisch schwätzt. Ich weiß nicht. Egal. Auf jeden Fall wird es super, super genial. Das kann ich euch schon sagen. Und allein, was schon ein Blick in den Himmel wert sein kann, das lesen wir beim Stephanus. In der Apostelgeschichte 7, ihr wisst, die Pharisäer und hohen Priester haben ihn angeklagt und er hat dann wirklich einfach auch erzählt so vom Glauben und so. Und doch Stephanus, vom Heiligen Geist erfüllt, blickte unverwandt zum Himmel hinauf, wo er die Herrlichkeit Gottes sah, und er sah Jesus auf dem Ehrenplatz zur Rechten Gottes stehen. Er sagte zu ihnen: Schaut doch, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn auf dem Ehrenplatz zur Rechten Gottes stehen. Und mit diesem Blick, und da wird noch geschrieben, dass er total gestrahlt hat. Müsst ihr euch das vorstellen, da ist die Meute, hat jeder seine Steine in der Hand und sind kurz bevor sie loslegen, den zu steinigen. Und was sagt er, nachdem er diesen Blick erhascht hat? Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Das kannst du doch gar nicht, ein normaler Mensch ist doch fast nicht möglich, oder? Wenn du weißt jetzt, außer du hast diese Gewissheit, du hast es gesehen, diese Herrlichkeit, die da auf einen warten wird. Und diese Herrlichkeit, die der Stephanus gesehen hat, diese Herrlichkeit wartet auf dich und auf mich. Das ist doch gigantisch. Hallo, der Tod hat für uns 0,0 Bedeutung. Im Gegenteil. Paulus schreibt, ich hätte viel lieber sterben, aber ich muss noch was machen hier. Der Tod hat für dich und für mich, die wir an Jesus glauben, das ist die Voraussetzung. Keine Bedeutung. Da kam einer in den Himmel, sind sie so vorbei an der Hölle und dann fragt Jesus, sind in der Hölle auch Freikirchler? Und dann sagt Jesus, ja, das sind Freikirchler, ganz viele.
Dann fragt er weiter. Ja, und Baptisten, sind in der Hölle auch Baptisten? Sagt er, ja, ganz viele. Und ja, auch Methodisten und auch evangelische und katholische. Ja, auch von denen gibt es ganz viele. Dann ist er echt verwundert. Na, hat sich so einen Blick in den Himmel, sie hat auch ganz viele Leute. Und fragt er, ja, und im Himmel sind da Freikirchler? Dann sagt er, nö. Ja, und Katholiker und Evangelische und Baptisten? Sagt er, nee, haben wir nicht hier. Und dann ist er schon total verwundert. Und, ja, was sind das denn für Leute, die hier sind? Das sind ja ganz nicht viele. Dann sagt er, das sind Menschen, die Jesus lieb haben. Es ist vollkommen irrelevant, ob du jetzt in der oder in der oder in der Gemeinde bist. Wichtig ist deine Beziehung zu Jesus. Wichtig ist, ob du Jesus lieb hast. Dann wirst du ihn schauen. Dann wirst du diese Herrlichkeit sehen. Dann wirst du die Ewigkeit, die super spannend, die total genial, die über die Maßen super sein wird, wirst du bei Jesus erleben. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie es wird, aber es wird genial. Weil ich weiß, wie Jesus ist. Wenn Jesus sagt, dass es super ist, dann wird es super. Und nicht nur irgendwie nicht schlecht. Ist ja auch so, mir Schwabe, ich könnte jetzt sagen, ey, toll, super. Ein Schwab sagt, wenn es gut war, nicht schlecht. Nicht schlecht heißt aber vielleicht auch nicht gut, oder? Ich geschimpft ist gelobert genug. Für die, die dem Schwäbischen nicht mächtig sind. Nicht geschimpft ist gelobt genug. Freunde, wir sind auf einer Lebensreise. Und wenn du dein Kompass richtig eingestellt hast, erwartet dich ein geniales Ziel. Drum die Bitte, überprüf, ob dein Ziel richtig eingestellt ist. Überprüf, ob der Kompass nicht durch irgendwelche Dinge total abgelenkt wird und dass er dann die falsche Spur hat. Überprüft es. Und die größte Lüge des Teufels ist ja, dass er es geschafft hat, dass wir gar nicht mehr an ihn glauben oder an die Hölle oder an sonst was. Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Ja, Pustekuchen. Und bei manchen Beerdigungen, boah, das bricht mir das Herz. Jetzt, hier auf dieser Erde, stellst du deinen Lebenskompass ein. Und du entscheidest, welche Richtung dein Lebenskompass hat. Und das ist kein Spaß. Das ist wirklich, Jesus gibt uns, wie gesagt, diese Sicht, auch diese Erklärungen. Und die entscheidend, die Frage ist, was machst du daraus? Und für einen Kompass, wie man den richtig bedient, muss vielleicht nach einer Anleitung schauen. Und um deinen Lebenskompass richtig bedienen zu können, gibt es auch eine Anleitung. Und das ist nicht bloß so ein paar Seiten, sondern das ist eine Anleitung. Da steht alles drin, was du und ich wissen müssen, um unseren Kompass richtig einzunorden. Das ist doch voll genial, oder? Jetzt können mir Männer sagen, ah, wer liest denn gern Gebrauchsanweisungen? Aber die sollte der Leser. Weil die absolut wichtig ist.
diese Gebrauchsanweisung zu befolgen, entscheidet ganz maßgeblich dein Lebensziel. Weil ohne diese Gebrauchsanweisung glaube ich nicht, dass es möglich ist, dieses Lebensziel zu erreichen. Aber am allerwichtigsten ist wirklich dein Ja zum Herrn Jesus. Dein Ja zu Gott. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich dir, dass da unser Ja immer klarer wird, immer fester. Ich wünsche uns, dass unser Lebensziel auch immer klarer wird, dass wir es klar vor Augen haben. Wollen wir uns um diese 0,06 Millimeter für diese 90 Jahre hier kümmern? Oder sehen wir auch auf unser ewiges Leben, was, also menschlich gesehen, ist ganz klar, wo man eigentlich mehr Bedeutung hinlegen oder mehr Wert legen sollte. Und doch fällt es uns oft so schwer. Also mir zumindest, Sie wollen, vielleicht seid Sie anders, aber mir fällt es schon manchmal schwer. Und ich möchte euch noch ein bisschen was aus der Offenbarung vorlesen, um euch einfach vielleicht so ein bisschen noch Lust auf den Himmel zu machen. Offenbarung 7, Abvers 9. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge, viel zu groß, um sie zählen zu können, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen vor dem Thron und vor dem Land stehen. Sie waren mit weißen Gewändern bekleidet und hielten Palmzweige in ihrer Hand. Und sie riefen laut, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron, um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen. Und sie fielen vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Sie riefen, Amen, Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gehören unserem Gott für immer und ewig. Amen. Dann fragte mich einer der 24 Ältesten, wer sind diese, die in Weiß gekleidet sind? Woher kommen sie? Und ich sagte zu ihm, mein Herr, du weißt es. Da sagte er zu mir, das sind diejenigen, die aus der großen Prüfung kommen. Und manche Übersetzungen heißt aus der Drangsal. Auch wir sind in so einer Drangsal. Wenn du sagst, als Christ geht es immer nur bergauf, immer nur Halleluja, immer nur, sagt Jesus nicht. Auch wir werden Bedrängnis erleben. Unsere Bedrängnis ist vielleicht unser Wohlstand oder unsere Karriere oder was auch immer. Die Bedrängnis für uns viele von unseren Geschwistern in Nordkorea, Afghanistan oder China oder sonst wo, der ihr Leben wird mit dem Tod bedroht. Die werden so bedrängt. Bedrängt werden wir alle. Sie haben ihre Kleider im Blut des Lammes gewaschen und weiß gemacht. Deshalb stehen sie nun vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und er, der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nie wieder hungern oder Durst leiden und sie werden vor der brennenden Sonne und jeder Gluthitze geschützt sein. Denn das Lamm, das in der Mitte auf dem Thron ist, wird ihr Hirte sein und für sie sorgen. Es wird sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt. Und Gott wird all ihre Tränen abwischen. Vater im Himmel, hab jetzt ganz herzlichen Dank für dein Wort. Vater, hab Dank, dass du dich danach sehnst, dass wir in den Himmel kommen, zu dir. Danke, dass das absolut genial wird. Herr, ich möchte einfach bitten, dass du jedem von uns zeigst, wenn wir nicht auf der richtigen Spur sind, wenn wir irgendwo vielleicht in die Irre laufen oder, ja, Herr, dass du es jedem zeigst, wo wir unseren Kompass neu ausrichten müssen. Wo wir diesen Umweg oder diese Gefahr umgehen müssen und wie wir das machen. Und gib's, dass wir wirklich immer wieder
auf den richtigen Weg zurückfinden. Hab ganz herzlichen Dank. Hab ganz herzlichen Dank, ja, für dein Wort und für deine unaussprechliche Liebe. Und hab ganz herzlichen Dank, dass es, ja, dass du dich wirklich freust mit uns. Und danke, dass wir zu dir kommen dürfen, zu unserer ewigen Heimat, ins himmlische Jerusalem. Lob und Dank dafür, Herr, in Jesu Namen. Amen.